tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Libeldra vor. Libeldra ist die Weiterentwicklung von Knackleon und Vibrava und hat wie letztere einen Bodendrache-Typ, wodurch es eine Doppelschwäche gegen Eis, eine Schwäche gegen Drache und Fee, eine Resistenz gegen Feuer, Gift und Gestein sowie eine Immunität gegen Elektro und Boden hat. Libeldras Basiswerte sind in allen Bereichen durchschnittlich, in Angriff und Initiative sogar gut. Die EV verteilen wir auch direkt in Angriff und Initiative, um seine Stärken optimal auszunutzen. Dazu kommt ein frühes Wesen, um die Init zu maximieren. Als Fähigkeit hat Libeldra nur Schwebe, was ihm allerdings eine brauchbare Immunität gegen Bodenattacken gibt. Im Moveset kann man sich bei Libeldra so richtig austoben, da es an Coverage ihr eigentlich an gar nichts fehlt. Am sinnvollsten ist jedoch ein Erdbeben und Drachenklaue als Step-Attacken zu nehmen und Feuerschlag zum Abrunden der Drachenfeuer-Boden-Coverage. Kehrtwende ist eine nützliche Attacke, um ein wenig Schaden zu machen und das Momentum ergreifen zu können. Das Interessanteste an Libeldra ist jetzt allerdings die Itemwahl. Libeldra hat hier ähnlich wie bei seinem Moveset eine riesen Auswahl an nützlichen Items. Walschall lässt ihm prinzipiell alles überholen. Walband gibt ihm deutlich mehr Power. Ein Lebenorb ist ebenfalls eine Option zur Schadenserhöhung, wenn man sich nicht in eine Attacke locken will. Der Expertengurt gibt einen kleinen Boost auf effektive Attacken, ohne irgendwelche Nachteile zu bringen. Zu guter Letzt eignet sich aber auch eine Offensivweste, um die Spezialverteidigung noch ein wenig zu stützen. Je nach Item spielt sich Libeldra ein wenig anders. Walschall und Walband-Sets sollten anfangs viel mit Kehrtwende arbeiten, um abwechselnde Pokémon nach und nach Schaden zuzufügen. Bei den anderen Items spielt es sich mehr oder weniger wie ein ganz normaler Sweeper, der auch ein bisschen was einstecken kann. Als Teampartner eignet sich ein Stahl-Pokémon, aber ansonsten könnt ihr euer Team wieder beliebig zusammenstellen. Libeldra gliedert sich da generell überall gut ein. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Libeldra, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.